Das hier ist ein SM57 und das hier sind 12 Euro. Und ich verrate dir jetzt gleich, wie ich mit nur einem SM57 und dem rücksichtslosen Einsatz von genau diesen 12 Euro hier eines meiner Hauptprobleme im Studio gelöst habe. Und weil es eben nicht nur schnell, sondern vor allem auch einfach war, kannst du das am Ende von diesem Video auch. Also, los geht's! Recording Block. Okay, ich gebe zu, es war schon etwas mysteriös, oder? Welches Problem meint er denn jetzt genau? Aber bleib mal kurz bei mir, denn ich bin tatsächlich gerade so begeistert von einem neuen Spielzeug. Nicht nur vom wirklich fetten Ergebnis, sondern vor allem auch, weil ich damit wirklich einfach und schnell eines meiner Hauptprobleme beim Songwriting lösen konnte. Und dafür musste ich dann noch nicht mal das Studio verlassen, geschweige denn dafür im Lotto gewinnen oder so. Folgende Geschichte. Ich sitze mal wieder bei mir im Studio. Der Rechner fährt hoch und währenddessen klimpere ich in der Regel hier auf der Gitarre wie immer so ein bisschen vor mich hin, nehme dann so die ein oder andere Idee hier mit meinem Field Recorder auf, kann ich ja danach wieder vergessen, sobald der Rechner startklar ist. Aber diese Idee, die wollte mir nicht aus dem Kopf gehen. Hör mal. This ain't a song about a letter that I might need to touch the sun. Also schnell Lieblingsmikrofon aufbauen, hier in diesem Fall mein SM57, DAW starten, Gitarre stimmen nicht vergessen und dann schnell aufnehmen. Erst die Gitarre, dann den Gesang, aber in der Lage, die ich gerade gesungen habe, ist der Song eigentlich zu tief für mich. Hör nochmal. Aber eine Oktave höher gefällt mir meine Stimme nicht, hör mal. Also entweder transponieren oder es muss halt jemand anderes singen. In der hohen Lage am besten sogar eine Frau, aber pff, woher nehmen, wenn nicht stehlen? War ja auch schon spät am Abend. Und vor genau diesem Problem stehe ich regelmäßig, wenn ich mir Songs ausdenke, die ich entweder nicht singen will oder nicht singen kann. Moment mal, da war doch neulich dieser Bericht über künstlich erzeugte Stimmen im Internet. Kurz gegoogelt, bei einem Dienst angemeldet, in diesem Fall jetzt mal Audime, und einfach mal ausprobieren, weil dümmer werden kann man davon bestimmt nicht. Dabei wurde dann aus meiner Stimme This ain't a song about a letter. Diese hier. This ain't a song about a letter. Gar nicht so schlecht, oder? That I might write to sing along. Und das gefiel mir so gut, dass ich gleich auch noch einen Background-Chor dazu haben wollte. Aber erstens nicht nur aus meiner Stimme und zweitens, weil es ja auch schon relativ spät war, wollte ich ja auch meine Familie nicht direkt beim Chor einsingen aus den Betten brüllen. Weil es aber ja gerade so gut mit der Hauptstimme bei Audime geklappt hat und ich ja auch schon einen vernünftigen Take im Kasten hatte, habe ich Folgendes gemacht. Ich habe die Stimme einfach dupliziert, mit dem Flex-Tool dann von Logic die einzelnen Noten zu den passenden Harmoniestimmen verschoben. Das geht natürlich auch mit Melodyne oder mit einem Vocoder oder mit dem passenden Tool aus deiner DAW. Und dabei kam dann das hier raus. So I sing a simple. I sing a simple. Dann habe ich diese vier zugegebenermaßen etwas unansehnlich klingenden Stimmen exportiert, jede Stimme in der KI, also mit Audime, dann nochmal in jeweils zwei verschiedene Gesangsstimmen umgerechnet, das Ganze wieder zurück ins Projekt und voilà, fertig ist der Background-Chor mit insgesamt 10 verschiedenen Stimmen, Männlein und Weiblein getrennt und das Ganze auf Basis von nur einer wirklich eingesungenen Stimme. Und das klingt so. Einen Moment noch, wie das Ergebnis klingt, hören wir uns natürlich gleich zusammen an. Bleibt danach aber auf jeden Fall noch dabei, denn ich konnte das Ganze qualitativ sogar noch toppen. Aber falls du jetzt schon denken solltest, das würde ich mir gerne mal zu Hause in Ruhe anhören, die einzelnen Spuren, wie die so einzeln klingen. Genau dafür habe ich dir unten in der Videobeschreibung einen Link hinterlegt, unter dem du dir alle Spuren aus dem Projekt hier hinter mir nochmal für deine DAW herunterladen kannst. Und als kleines Geschenk obendrauf habe ich dir auch noch einen Spickzettel mit reingelegt, der dir hilft, demnächst noch bessere Songs zu produzieren. Und falls dir dieses Video jetzt schon bis hierhin gefallen sollte oder sogar weiterhilft, dann zeig es mir gerne über einen Daumen nach oben. Wenn es dir nicht gefällt, drück einfach zweimal auf Daumen nach unten. Und wenn du kein Video wie dieses hier mehr verpassen möchtest, dann drück schnell auf den Abo-Knopf und daneben direkt auch noch auf die Erinnerungsglocke. Denn deine Unterstützung hilft mir und dem Recording-Blog immens weiter, auch in Zukunft weitere hilfreiche Videos wie dieses hier für dich zu machen. Also, mit den neu berechneten Stimmen wurde aus dieser einzelnen Aufnahme And the wind is low. Das hier. And the wind is long, long gone. Gitarre dazu. When the summer came along. Yeah, the wind.
Aber es wird noch besser. Das Timing von diesem Chor auf Basis von nur einer einzelnen Aufnahme ist natürlich extrem gut. Die umgestimmten Stimmen klingen aber noch nicht so natürlich und im dichten Mix kann sich das schon versenden. Aber ich habe mich am nächsten Tag dann doch schon mal gefragt, ob es vielleicht noch besser werden wird, also die Qualität, wenn ich die Chorstimmen eben nicht von Hand umstimme, sondern tatsächlich nochmal separat einzeln einsinge. Das ist der Part, den jetzt vielleicht nicht jeder so machen kann, weil man entweder gar nicht singt oder nicht so gut singt oder vielleicht auch gar nicht singen will. Dafür ist ja dann auch die erste Methode perfekt. Aber mit dem Neueinsingen wurde dann aus dem Chor, der jetzt ausschließlich aus meiner Stimme besteht, nämlich diesem hier, and the wind is long, long gone. Das hier. And the wind is long, long gone. Zusammen mit dem Rest klingt das dann wie folgt. When the summer came along, yeah, the wind is long, long gone. So I sing a simple summer song. Super, ne? Einfach nur, weil ich mit dem Werkzeug KI, und nichts anderes sollte KI sein, ein Werkzeug, also weil ich mit dem Werkzeug KI andere Stimmfarben auf das Ausgangsmaterial habe rechnen lassen. Und für diese 12 Euro hier bekomme ich jetzt bei Audimi insgesamt 60 Minuten Rohmaterial, die ich umrechnen kann innerhalb von einem Monat. Und wenn ich mehr brauche, kann ich natürlich auch noch was nachkaufen. Ich finde es super und wenn du jetzt noch wissen willst, wie du aus einem SM57 kostenlos ein fast 400 Euro teures SM7B machen kannst, also zumindest klanglich, dann schau als nächstes in dieses Video. Da sehen wir uns dann. Bis die Tage, mach's gut und Yassou.